Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz in der Nähe von der Wutachschlucht, was meine heutige Reise wahrscheinlich sein soll. Kurz noch zu gestern Abend, nachdem ich mich da gestern durch die Ravenna-Schlucht geschleppt habe, bei Dauerregen, 22, 23 Kilo Rucksack auf dem Rücken. Ja, es war wirklich die Hölle, das Höllental für mich. Genau, ich habe mich dann irgendwie noch zu diesem Punkt geschleppt, wo ich schöne Aufnahmen vom Sonnenuntergang und von dem Wetter machen wollte. Keine Ahnung, ob das geklappt hat, ich habe noch nicht mal Zeit, mir das anzuschauen. Auf jeden Fall stand ich dann da abends, Außentemperatur 8 Grad, komplett nasse Füße, die Schuhe waren halt nicht dicht, klar. Alles durchnässt, durchweicht, mit alles, der ganze Rücken hat mir so wehgetan und ja, da war mir klar, so komme ich nicht weiter, also ich kann jetzt nicht mein Biwak da irgendwo im Regen aufstellen, also wird nicht funktionieren. Dann habe ich kurzerhand mich dazu entschieden, ich habe aufgegeben und gesagt, ja komm, geh zurück zum Auto. Habe getrennt, habe mich in einem warmen BMW zu meinem Auto ins Himmelreich zurückfahren lassen und lustigerweise war, glaube ich, irgendein Prof oder Doktor von der Uniklinik, der auch guter Wanderer ist. Ja, der hat zu mir gemeint, mit mehr als 16 Kilo wandern ist keine Freude, macht nur Qualen. Ja, ich mit meinen 22 Kilo habe mal die Klappe gehalten. Ich glaube, alleine wie ich diesen Rucksack in sein Auto gewuchtet hat, hat er gesehen, dass ich komplett übertreibe. Naja, jetzt habe ich dann die Nacht in meinem Auto im Warmen mehr oder weniger verbracht. Bin relativ erholt jetzt wieder und muss jetzt so ein bisschen gucken, wie ich weitermachen will. Ich glaube, entweder mein ganzes Filmequipment mitnehmen und filmen, oder bivakieren oder sonst irgendwas, oder mit dem Auto, wenigstens nachts im Auto schlafen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal so von Tag zu Tag, auch was das Wetter so macht. Gestern hat mich der Regen ja komplett überrascht. Jetzt heute gutes Wetter, jetzt ist mal die Wutachschlucht dran. Ja, mal gucken, wo ich schlafe. Ich specke jetzt auf jeden Fall erstmal meinen Rucksack ab. Ich kann 22 Kilo überhaupt nicht mehr sehen, also das ist unglaublich. Naja, ich wünsche euch viel Spaß bei den folgenden Bildern, von denen ich noch keine Ahnung habe, welche da folgen werden. Bis später hoffentlich. Ciao. Ja, ich glaube, der Spruch auf Regen folgt auch immer Sonnenschein war nie wahrer oder nie spürbarer für mich wie in den letzten 24 Stunden. Also wenn ich mir überlege, gleiche Uhrzeit, einen Tag vorher, sauschwerer Rucksack, saubeschissenes Wetter, gestartet. Viele Träume, Vorstellungen, Wünsche gehabt, die alle nicht so ganz geklappt haben und jetzt... 24 Stunden später, der Rucksack abgespeckt, Laptop raus, Klamotten raus, leichte Sonnenstrahlen. Ja, das war ein ganz anderes Lebensgefühl, ein ganz anderes, ist übertrieben, aber wie eine Neugeburt, wie ein neuer Start. Und das so zu merken, okay, der eine Tag läuft so und der andere Tag, nur 24 Stunden später, kann schon wieder ganz anders laufen, hat mich sehr beflügelt, ist wie eine Metapher für meine letzten Jahre eigentlich gewesen. Und so bin ich dann gestartet und habe auch gemerkt, perfekt ist das alles noch lange nicht, wie der Tag war. Es war immer noch sehr kalt und mir hat immer noch alles wehgetan. Aber im Vergleich zu den Schmerzen oder zu dem, was davor war, war das wirklich ein Neubeginn für mich. Ja, und die zweite große Veränderung zum ersten Tag war, ich hatte kein Distanzziel oder kein räumliches Ziel, wo ich unbedingt hinkommen wollte und musste, wo die Zeit abgelaufen ist und ich mich beeilen musste, sondern ich konnte einfach wach und offen und frei durch diese Schlucht laufen, konnte ich dem Wasser irgendwie zuhören beim Rauschen. Ich habe Bienen beobachtet, wie sie in irgendwelche Blumen reinschlüpfen. Ich habe mit ganz anderen Sinnen alle Dinge wahrnehmen können, was mit Sicherheit nicht nur daran lag, dass ich kein Ziel hatte, sondern ich war viel mehr in der Ruhe angekommen als am ersten Tag. So. Das waren auch meine ersten Tage, wo ich 48 Stunden kein Handy angehabt hatte, keine Telefonate geführt, keine äußeren Einflüsse. Eigentlich nur die Ruhe oder den Lärm der Natur gehört hatte. Ja, irgendwann habe ich dann an so einem steinigen Strand oder an einem steinigen Uferstück direkt an einer schönen Felswand, Wasser ist vorbeigerauscht, eine Pause gemacht. Das klingt bescheuert. Hat es mir in den Fingern wieder gejuckt. Meine Drohne, eine frisch reparierte und mit so viel Schmerz und Sorgen verbundene Drohne wieder ausgepackt. Erste kleine Flugversuche gemacht und manchmal hinterfrage ich mich selber ein kleines bisschen. Schön hochgeflogen auch wieder. Und nicht nur das, dann auch mal gedacht, tolle, spannende Aufnahmen über dem Wasser kann man ja auch machen, also schön knapp übers Wasser geflogen.
Und klar, so wie es natürlich sein muss, haut die mir wieder ab. Klar, es ist langsam, es ist langweilig. Aber ich habe die irgendwie noch vom Wasser wegreißen können, dass sie hier auf den Steinen dann gelandet, hingefallen ist. Nichts ist kaputt gegangen. Ey, aber die Vorstellung, das blöde Ding wäre mir ins Wasser gefallen, ja. Da hilft auch kein Panzertape mehr, da hilft auch kein WD-40, sondern dann ist es halt endlich vorbei. Also es ist wie fast, im Nachhinein habe ich fast das Gefühl, ich wollte erlöst werden von dieser Drohne. So, hallo ihr Lieben. Ich grüße jetzt mal direkt aus der Wutachschlucht. Wunderbar, schöner Tag. So einen Rucksack mit vielleicht 10, 12 Kilo zu tragen, ist auf jeden Fall deutlich besser als meine 22, 23 Kilo. Nur Film-Equipment dabei gehabt, im Grunde genommen jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Zwei Akkus verknipst. Man muss sich auch hier entscheiden, wandern oder fotografieren und filmen. Naja, ich bin heute glücklich, das Wetter hat gut mitgemacht, also es ist trotzdem noch kalt, ihr seht's. Und ich habe nicht. Also die Drohne, die ich ja abgestürzt, zum Abstürzen gebracht hatte, in der Ravenna-Schlucht, habe ich ja wieder repariert gehabt. Sie haut mir jedes Mal wieder ab, aber sie fliegt, aber sobald ich 5 Meter weiter weg bin und die länger als 3 Minuten am Stück fliegt, haut sie einfach ab. Und was ich leider noch gesehen habe, meine Bilder, mein Sonnenuntergang, das Höllental runter, ja, da hat die Kamera aus irgendeinem Grund die entscheidenden Bilder alle nicht mehr mitgespeichert von diesem Zeitraffer. Also die Sonne geht leider nicht unter, ich zeige es euch trotzdem wahrscheinlich, weil eigentlich schöne Aufnahmen sind, aber leider halt nur ein Sonnenuntergangs-Anfangs-Zeitraffer-Video. Alles klar, man muss mit Rückschlägen leben, merke ich dieser Tage. Aber man wird stärker und härter dabei. Warum ich das immer mache eigentlich, kann ich einfach nicht Tschüss sagen, ohne die Hand gehoben zu haben. Komische Angewohnheit. Ciao. Ja, und der Weg zurück zum Auto war wirklich, es war wundervoll. Also diese Felsvorsprünge, dieses Wandern direkt am Wasser entlang. Der Rucksack war leicht, mein Herz war leicht, es war alles warm. Auch hier wieder der Vergleich, diese Unterscheidung vor 24 Stunden, wie ich mich durch die Ravenna-Schlucht da geschleppt hatte. Alles war kalt und eng. Jetzt war alles irgendwie weit, warm, schön. In der Ravenna-Schlucht noch irgendwie von einer Stelle zur anderen gehetzt, schöne Motive gesucht. Jetzt konnte ich hier stehen bleiben an einer kleinen Felswand, habe irgendwie einen Käfer entdeckt. Und habe dann immer mehr entdeckt. Also das Auge wurde viel mehr sensibilisiert für kleine Details. Diese Vielfalt in einer kleinen Felsritze zu finden, ja, das war irgendwie ein wunderschönes Erlebnis für mich, ja, da mir die Ruhe, die Zeit zu nehmen und genauer hinzuschauen, was eigentlich so um mich herum los ist. Ja, und in der Stimmung bin ich dann zum Auto zurückgewandert, musste das umparken, habe das dann am Fuße des Blumenbergs abgestellt und habe mich dann nochmal auf den Weg gemacht, den Blumenberg hoch, weil ich unbedingt noch einen Sonnenuntergang aufnehmen wollte und es eine schöne Aussicht von dort aus war. Und ich wollte einen schönen Platz finden, irgendwo im Unterholz, im Wald, wo ich meinen Biwak aufbauen konnte. Ja, und das muss man dann schon zugeben. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, durch einen völlig fremden Wald zu laufen und immer rechts und links zu schauen und zu überlegen, okay, wo bin ich heute Nacht zu Hause? Wo fühle ich mich wohl? Genau, aber irgendwann hatte ich dann irgendwie genau die richtige Stelle gefunden. In der Nähe war ein schöner Aussichtspunkt für den Sonnenuntergang. Da war eine kleine Bank im Wald, wo ich dachte, ja, das ist mein Schlafplatz heute Nacht. Habe mich dann hingesetzt, Zelt aufgebaut oder Biwak aufgebaut, Schlafsack aufgepumpt und mir das Gefühl gemacht, das Gefühl zu haben, mich zu Hause zu fühlen. So ungefähr war das. So, ich habe jetzt meinen Biwak mitten im Wald aufgebaut und habe mir hier eine schöne Stelle gesucht, wo ich eigentlich noch den Sonnenuntergang aufnehmen wollte, weil ja, letzter Sonnenuntergang war geil, aber hat leider nicht aufgenommen. Jetzt nimmt es, glaube ich, auf, aber der Sonnenuntergang ist nicht geil, beziehungsweise es gibt überhaupt gar keinen Sonnenuntergang. Ich drehe mal kurz die Kamera rum. Das ist die Gegensicht nämlich. So eine geile Aussicht habe ich hier. Nur keinen Sonnenuntergang. Ich stehe hier mitten an irgendeinem komischen Hang. Ich drehe mich mal um. Hier geht der Weg noch weiter weg. Hier geht es steil bergauf. Und hier steht meine Vogelscheuche, meine Kamera, die den Sonnenuntergang aufnehmen soll. Allerdings hat es geregnet. Deswegen musste sie meine Regenjacke anziehen.
Genau, ich bin mal gespannt, wie Sonnenuntergang, Zeitraffer-Videos werden, wenn es gar keine Sonne gibt, die untergeht. Naja, ich bin ja dafür da, um alles mal auszuprobieren, nicht? Also, schönen Abend euch. Ich wünsche mir eine gute Nacht. Scheiße, ey, ich war vorhin am Biwak aufbauen. Plötzlich höre ich irgendein komisches Geräusch, so. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, und drehe mich dann um, und dann fliegt, keine Ahnung, 2 Meter über mir ein riesen Vogel über meinen Kopf drüber. Also ich meine, ich kenne große Vögel, die meine Hühner zu Hause klauen, aber ich habe die noch nie Flügel schlagen hören. Ich kenne mir vor wie bei Jurassic Park oder Lost oder ja, Blair Witch Project. Aber daran sollte ich jetzt nicht denken, ich werde jetzt gleich im Wald schlafen. Also euch einen schönen Abend, schlaft gut in euren Betten, ciao. Ja, und während ich da saß, dem nicht vorhandenen Sonnenuntergang bzw. der Dämmerung zugeschaut habe, bekam ich wirklich einen grauenvoller Hunger. In der Wutachschlucht hatte ich mich gar nichts zu essen gefunden. Ja, und dann habe ich meine Philosophie, die ich am ersten Wandertag so ein bisschen hatte, mit dem, ja, man muss dann auch anerkennen, wenn man was nicht schafft, wollte ich mal direkt Rechnung tragen und habe eine kleine Tüte Studentenfutter ausgepackt, meine Notration, von der ich 2 dabei hatte. Und habe eine halbe Tüte Studentenfutter daneben her geknuspert und kam mir vor wie der König von Frankreich. Also es war ein Festmahl für mich. Und ja, als die Aufnahmen so in der Tasche waren, alles zusammengepackt, ja, und kurz davor diese Gedanke an Blair Witch Project gehabt und die, ja, gemerkt, ein Wald kann in der Nacht doch verdammt dunkel sein, dann mich auf den Weg zurück zu meinem Biwak gemacht, erst mit Rotlicht, damit ich nicht so auffalle, habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt. Ja, aber in diesem Rotlicht durch den Wald zu laufen, ist irgendwie auch scary. Dann die Taschenlampe angemacht, dann kam ich mir aber gleich mega auffällig vor. Also ja, angstfrei war ich bestimmt nicht. Aber trotzdem, es war echt komisch, ein Nachhausekommen, also ein kleines Biwakchen da im Wald stehen haben. Und als ich dann da war, es gesehen habe, den Reißverschluss aufmachen durfte, ja, habe ich gedacht, ja, und jetzt bist du zu Hause und hier bist du richtig, und habe mich hingelegt und konnte mir an diesem Abend keine Gedanken mehr machen über irgendwelche Philosophien, die sich gut anhören oder so, sondern bin direkt eingeschlafen.